Sensationelle Premiere für die 17. Auflage der spannendsten und reizvollsten Rennserie, die das Land zu bieten hat. Der Auftakt des Histocup Austria 2014 fand in Spielberg an einem mehr als angemessenen Schauplatz statt. 300 Teilnehmer durften eine Rennstrecke bespielen, die keine Wünsche offen lässt. Dass das gesamte Gelände des Red Bull Rings sich regen Besuchs erfreut, darf zu gleichen Teilen auf die imposante Anlage, auf die vielseitigen, spannungsgeladenen Bewerbe und auch auf die Publikumsnähe zurückzuführen sein, die den Histocup so einmalig macht. Diese Nähe zum Publikum zeigt sich vor allem in der offenen Atmosphäre des frei zugänglichen Fahrerlagers, wo Piloten, Mechaniker und Begleitpersonal gerne Fragen zu ihren Rennautos beantworten. Dass besonders viele BMW 325i der Baureihe E30 bis Baujahr 1991 vertreten sind, fällt schnell auf und ist so gewollt, da im Rahmen des Histocup der größte europäische Markenpokal, genannt BMW 325 Challenge, steigt. Dabei gilt das Motto, gleich und gleich gesellt sich gerne, am besten zu einem temperamentvollen Kampf auf der neuen Formel-1-Strecke. 42 heiße BMW-Boliden, die einem strikten, seriennahen technischen Reglement unterliegen, das unter anderem auch Einheitsreifen des Herstellers Toyo Tires einfordert, brüllen in zwei Rennen an einem begeisterten Publikum vorbei und liefern sich bissige Zwei- und Mehrkämpfe, und es werden weder günstige Momente noch günstige Stellen ausgelassen, um den Kontrahenten das Leben schwer zu machen. Dietmar Lackinger, sechsfacher Meister dieser Klasse, dominiert bereits im Training, wird aber im Qualifying von Luca Rettenbacher um 0,9 Sekunden geschlagen, der im ersten Rennen in der siebten Runde jedoch ausfällt. Freie Bahn dem Tüchtigen also. Lackinger, dem sich Georg Steffny aus Salzburg, Michael Winkler und Max Speckmeier hartnäckig an die Fersen heften, gibt das hohe Tempo an. Dass die Spitzengruppe sich unbenommen so nennen darf, macht der Zeitabstand von rund 11 Sekunden zum Verfolgerfeld, angeführt von Karl-Heinz Ruhrberg, deutlich. In dieser Reihenfolge kann dieses Feld das erste von zwei Rennen für sich entscheiden. Damit erfüllt sich Lackinger einen Traum zu seinem 40. Geburtstag, nämlich ein Rennen auf dieser Strecke zu gewinnen. Lackingers Glück verkehrt sich im zweiten Rennen in sein Gegenteil. Im engen Starterfeld setzt Lackinger auf klare Linienführung, wird aber von Teamkollegen Jan Kasperlek unglücklich erwischt. Ja, in der ersten Kurve ist es einmal sehr eng geworden. Ich habe halt probiert, nur geradeaus zu fahren. Ich habe jetzt zwei Onboard-Videos gesehen, die von meinem Teamkollegen, von Jan Kasperlek, und meine. Also wir zwei halten das Lenkrad geradeaus. Der Jan hat dann hinten eine gekriegt und ist in mich eingefahren, und dann bin ich in die Leitplanken geflogen und war eigentlich nur mehr Passagier. Also ich bin da eigentlich mehr oder weniger zum Handkuss gekommen. Jetzt haben wir jetzt das Problem, Brünn ist in zwei Wochen. Wir wissen eigentlich nicht, wie wir dann. Wenn wir das Rennen nicht fahren, dann schaut es für die Meisterschaft natürlich auch schlecht aus. Ja, jetzt werden wir mal drüber schlafen und mal nachdenken, wie es weitergeht. Michael Winkler, der am Ende des zweiten Rennens einen ehrenvollen sechsten Platz für sich verbuchen kann, beobachtete den Unfall aus allernächster Nähe. Ja, es war so, nach der Startphase war es relativ eng. Auf der rechten Seite ist der Jan vorgefahren, der Herr Kasperlek, auf der anderen Seite der Dietmar, der Lackinger. Und in dem Jan dürfte den Spiegel eingeklappt haben, der hat mich nicht gesehen. Ich bin genau in der Mitte gewesen, und dann ist es immer enger geworden, bis er mich berührt hat, und dann hat es ihn vor mir umgedreht und hat dann den Dietmar Vollgas angeschossen. Also aus meiner Sicht war es ein ganz klarer Rennunfall. Eine Safety-Car-Phase, die drei Runden dauert, bringt nicht jeden aus dem Rhythmus. Christian Walleit lässt sich nicht aus der Fassung bringen, lauert seine Vordermänner aus gut kalkuliertem Abstand auf und schnappt sich den Sieg trotz fühlbaren Drucks durch Sepp Unterholzer. Naja gut, ich muss sagen, es ist so gewesen. Es war ja dann die Safety-Car-Phase durch den schweren Unfall. Und ich habe dann glücklicherweise mir die vorderen zwei richtig schön herrichten können, habe gewartet, bis das Safety Car wegfährt, habe ein bisschen Abstand lassen und habe ein bisschen früher Gas geben können und habe dann mit Überschuss überholen können. Danach war es natürlich nicht ganz leicht, weil der Sepp Unterholzer hat ganz schön gedrückt und ich habe richtig Gas geben müssen und habe auch richtig die Reifen eigentlich zu heiß gefahren, das Auto nur noch gerutscht ist, und ich bin wirklich froh, dass ich mit der Platzierung im ersten Platz ins Ziel gekommen bin. Das war der Auftakt der BMW Challenge, der teilnehmerstärksten Klasse des Histocups, die heuer am 27. und 28. September das Saisonfinale ebenfalls auf dem Red Bull Ring steigen lassen wird.